Jeder braucht sie, jeder hat sie, doch irgendwie stehen sie im Schatten. Maus und Tastatur. Dass man mit ihnen heutzutage mehr kann als nur schreiben und steuern, zeigen die MX Master 3 für Mac-Maus und die MX Keys-Tastatur von Logitech. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth oder Unifying-Empfänger. Per Knopfdruck kann dann bei Maus und Tastatur kinderleicht zwischen drei verschiedenen Geräten hin und her gewechselt werden. Sehr praktisch. Beide Produkte verfügen über einen Akku, der per USB-C geladen werden kann. Logitech verspricht, dass die Maus 70 Tage mit einer Ladung hält und 3 Stunden nach nur einer Minute aufladen. Die MX Keys soll mit ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung sogar 5 Monate durchhalten. Die kabellose Reichweite beträgt 10 Meter. Das Design gefällt uns persönlich gut. Es ist schlicht und doch modern. Allerdings handelt es sich bei dem grauen Material, anders als bei Apples Magic Keyboard, nicht um Aluminium, sondern um Plastik. Dafür fühlen sich die Tasten besser an als bei Apple und sind beim Tippen nicht laut. Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes ist abends definitiv die Hintergrundbeleuchtung, die nur dann aktiv ist, wenn die Hand sich der Tastatur nähert. Eine Hintergrundbeleuchtung bietet das Magic Keyboard von Apple gar nicht. Obwohl wir die MX Keys für Mac haben, lässt sie sich auch in Windows benutzen. Doch es gibt Unterschiede im Tastaturlayout, zum Beispiel beim Add-Zeichen. Mit der MX Master 3 Maus meint Logitech das Rad neu erfunden zu haben. Das Mausrad. Es ist magnetisch und soll ermöglichen, beim Scrollen auf den Pixel genau anhalten zu können. 1000 Zeilen in der Sekunde sind laut Logitech mit der 4000 dpi Maus möglich. Das funktioniert auch einwandfrei, fühlt sich gut an und ist zudem beinahe lautlos. Dank des Daumenrades ist auch horizontales Scrollen möglich. Zum Beispiel bei einer großen Excel-Tabelle kann das praktisch sein. Das gibt es bei Apples Magic Maus nicht. Zudem ist die Logitech Maus aus unserer Sicht auch deutlich ergonomischer. Das optische Design ist für uns bei beiden Mäusen gut gelungen. Zudem gibt es bei der MX Master eine Gestentaste. Wenn man sie gedrückt hält und die Maus nach oben, unten, links und rechts bewegt, lässt sich macOS noch komfortabler steuern. Auf Amazon kosten beide Geräte im Set übrigens rund 160 Euro. Jetzt zeigen wir euch die mitgelieferte Software Logitech Options. Die gibt es kostenlos für Mac und Windows. Wir haben euch bereits gezeigt, dass man per Knopfdruck an Maus und Tastatur zwischen drei verschiedenen Geräten wechseln kann. Mit der Flow-Funktion von Logitech Options soll das sogar nahtlos funktionieren. Auch zwischen Mac und Windows. Dafür müssen sich die Geräte im selben Netzwerk befinden und jeweils Logitech Options installiert haben. Bis zu 3 Geräte sind möglich. Dann bewegt man den Mauszeiger einfach an den Bildschirmrand und soll so auf den benachbarten Rechner wechseln können. Soll, denn leider funktioniert das in unserem Test oft nicht. Ist unser Mauszeiger am Bildschirmrand angekommen, ist der Übergang entweder ruckelig oder man braucht mehrere Anläufe. So ist die gut gemeinte Funktion leider hinfällig und man wechselt am Ende doch lieber manuell. Was wiederum für die Flow-Funktion spricht, ist die Datenübertragungsfunktion. So können wir auf dem Mac eine Datei kopieren und sie nach dem Wechsel auf den Windows-Rechner einfach wieder einfügen. Und umgekehrt, als wäre es ein einziges Gerät. Die Funktion ist wirklich nützlich. Man spart sich so das lästige Kopieren per Stick. Mit guten 10 MB die Sekunde Übertragungsrate klappt das bei uns auch ordentlich. Bei sehr großen Datenmengen sollte man aber vielleicht doch lieber auf einen Highspeed-USB-Stick zurückgreifen. Außerdem lassen sich mit der Software die Sondertasten der Maus individuell einstellen. So kann man beispielsweise das horizontale Scrollrad für die Lautstärkeregelung benutzen oder die Gesten umstellen. Für ausgewählte Apps bietet Logitech sogar vorprogrammierte Profile an. Wir zeigen euch alle Sonderfunktionen. Fangen wir mit den Browsern Google Chrome und Safari an. Die Profile, die Logitech hier für beide Programme anbietet, sind identisch. Mit dem Drücken der Mausradtaste auf einen Link können wir ihn damit direkt im neuen Tab öffnen.
Mit dem horizontalen Scrollrad können wir durch die Registerkarten navigieren. Das ist eine Erleichterung, wenn man viele Tabs geöffnet hat und da schnell hin und her wechseln muss. Mit den Seitentasten können wir auf einer Seite vor- und zurückspringen. Kommen wir zu Microsoft Word und PowerPoint. Hier kann man bei gedrückter Mausradtaste schwenken, also in einem Dokument hoch und runter navigieren, ähnlich als würde man scrollen. Mit dem horizontalen Scrollrad können wir schnell in einem Dokument zoomen. Mit den Seitentasten können wir Änderungen am Dokument rückgängig machen oder wiederholen. Bei Microsoft Excel gibt es nur einen Unterschied. Mit dem horizontalen Scrollrad navigiert man hier horizontal in den Tabellen. Auch für Adobes Creative Cloud gibt es Spezialprofile von Logitech. Ähnlich wie bei den Office-Programmen kann man auch hier mit der gedrückten mittleren Maustaste schwenken. Damit aktiviert sich das Handwerkzeug und bewegt euer Bild. Allerdings macht das in der Steuerung keinen Unterschied dazu, als würde man einfach die linke Maustaste drücken. Mit dem horizontalen Scrollrad bei Photoshop soll man die Pinselgröße direkt verändern können. Schöne Idee, aber klappte bei uns mit Photoshop 2021 leider nicht. Ansonsten kann man auch hier mit den Seitentasten Aktionen rückgängig machen oder wiederholen. Das ist auch bei Adobe Premiere so. Es gibt nur einen Unterschied zu den Sonderfunktionen für Photoshop. Mit dem horizontalen Scrollrad kann man nämlich in der Zeitachse navigieren. Das klappte diesmal auch bei uns mit Premiere Pro 2021. Die gleichen Sonderfunktionen soll es auch bei Final Cut geben. Wer Microsoft Teams benutzt, darf sich auch über ein eigenes Profil freuen. Mit dem horizontalen Scrollrad kann man nämlich einfach die Lautstärke regulieren. Mit der linken Seitentaste kann man Videoanrufe starten und stoppen und mit der rechten Seitentaste das Mikrofon stummschalten oder die Stummschaltung wieder aufheben. Diese Funktionen gelten auch für Zoom. Das waren jetzt nur die Profile für bei uns installierte Programme. Es werden noch weitere von Logitech unterstützt. Für die MX Master 3 Maus gibt es auch Detaileinstellungen. So lässt sich die Geschwindigkeit von Zeiger, des Bildlaufs und des Daumenrades konfigurieren. Auch in welche Richtung man mit dem Mausrad und dem horizontalen Scrollrad steuern möchte, kann man einstellen. Die Funktion Smart Shift bezieht sich auf das Mausrad in der Mitte. Es kann nämlich zwischen Präzisionsmodus und Freilaufmodus wechseln. Scrollt man schnell, erkennt das die Maus und das Mausrad bewegt sich selbst auch schneller. So kann man scrolltechnisch schneller große Wege zurücklegen. Logitech Options zeigt euch auch an, ob euer Gerät per Bluetooth oder Unifying verbunden ist und wie es um euren Akkustand bestellt ist. Ist euer Akkustand niedrig, benachrichtigt euch Logitech Options und ihr könnt die Maus rechtzeitig aufladen. Auch für die MX Keys Tastatur gibt es Einstellungsmöglichkeiten, wenn auch lange nicht so viele wie für die Maus. Man kann jedoch die Funktionstasten individuell belegen. Es gibt eine lange Liste an möglichen Funktionen, die wir euch hier einmal alle zeigen. Die Umprogrammierung erfolgt per Knopfdruck und ist damit kinderleicht. Es gibt auch eine Cloud-Funktion. Mittels Logitech-Konto kann man seine Geräteeinstellungen speichern und auf anderen Geräten einfach wieder abrufen. Was sagt ihr zu den Produkten? Und wie findet ihr die Funktionen der Logitech Options App? Wir freuen uns über all eure Kommentare. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.